Und herzlich willkommen zurück, Leute, hallo. Zu Scum mit Daurosch. Hallo. Wir wollen jetzt nach links in diese Stadt, ne? Ja. Das ist unser Ziel. Genau, wir gucken uns halt erstmal die Gebiete an. Genau. Wir könnten auch, jetzt ist es ein bisschen schade, dass es nicht gerade dunkel wird, weil ich würde jetzt gerne so ein Lagerfeuer mal machen und dann so das Fleisch mal braten und so. Mal so aber welches Fleisch? Das Menschenfleisch. Ich habe 5 Menschenfleisch, Filets, Steak. Ich habe Steak. Filet. Ich würde gerne Bären. Das ist kein Military, treffen. Das ist tatsächlich. Ja, ein Bär wäre cool. Muss wahrscheinlich ein großes Waldgebiet immer gehen dann. Bar 1 ist richtig groß. Wir hatten auch schon mal 2 Menschen im Dorf. Ja, ich weiß. Ich habe nur gesagt, dass hier kein Military ist. Ich laufe mal nicht so schnell, sonst habe ich gleich keine Ausdauer mehr. Beziehungsweise habe ich jetzt schon nicht mehr. AKM mit ACOG ist schon nice. Ja, ACOG sieht ganz fett aus eigentlich, finde ich auch. Ja, am Atmen ist der Boy, ey. Wir können ja auch mal rufenderweise in die Stadt gehen. Ich esse gerade noch mal fragen, kurz ob was. Jemand da ist. Ja. Ich kann Vitamintabletten durch die Wand looten. I'm hungry. Ich glaube, Bohnen bringen nicht so viel, kann das sein? Weiß ich nicht, du kannst ja immer gucken, wie der Magen gefüllt ist. Dann essen wir halt Tropenfrüchte. Können wir Tropenfrüchte? Küchenmesser steht hier rum. Wie viel Leben hast du mittlerweile wieder? 47. Eieiei. Wie ist denn das passiert, du? Kein Gegner hat mich getroffen. Aber warst du 100%, als dich erwischt hast? Ja, du hast mich richtig erwischt. War auch am Magen und am Arm verletzt. Ich hab dir auch voll die Ladung gegeben. Ich dachte echt, du bist tot. Ich habe relativ gutes Equipment, glaube ich, was Damage-Abfang angeht. Ja, das ist praktisch. Komplett taktisch ausgerüstet. Ich kann übrigens auch das Menschenfleisch roh essen. Ja, dann müsste es aber eigentlich krank werden. Ja. Ich glaube, das Dorf ist leer. Ich trinke in der Zeit aus dem Brunnen. Und ist das eine Polizeistation? Ja, wir können die Polizeistation würde ich mitnehmen. Und den Supermarkt. Hier ist noch eine Apotheke. Hier gehe ich mal rein. Okay. Vielleicht findet man ja noch irgendwas anderes Cooles, was man so gebrauchen kann, außer Verbände. Da sind schon wieder so eine Tabletten, aber ich dachte, die bringen halt nichts. Spitfire-Jacke. Okay, das sind deine Steps. Ja. Chips. Polizija!
Hier liegt erstmal eine Shotgun rum und Hunter-Munition. Oh, hier ist ein Waffenschrank. Ein Schlagstock, lol, hab ich noch nie gefunden. Hab ich auch gerade. Du müsstest echt mal in so einer großen Stadt jemanden ins Gefängnis sperren und dann mal gucken, wie die Leute so, ob die Leute mitspielen, weißt du? Mhm. Oben ist ja zum Beispiel eine Gefängniszelle, die kannst du ja auch zumachen. Jetzt hier auf dem Dach liegt eine Pistole. Ja, hier sind auch Pistolen. Wo sind die Chips eigentlich? Komm. Ich feg mir richtig Chips rein. Chips sind geil. Scheiße, ich brauch Zucker, Eiweiß, Kohlenhydrate, ey. Zucker hab ich. Ich hab eine Limettenbrause. Wie breche ich ab? Normalzucker. Auf diesen Prozent-Button einfach klicken mit der Maus. Ich hab MMA-Handschuhe gefunden und eine blaue Regenjacke. Die ist ja mega nice. Licht der Hunter 55 drin. Die Regenjacke nehme ich mal mit. Falls es regnet, schmeiße ich mir die über. Ansonsten nicht. Okay, so haben wir aber wenigstens wieder ein bisschen was zu essen. Ich war am Brunnen was trinken. Ich habe mir eine Regenjacke gegönnt. Okay, weiter nach Süden, ne? Wollen wir dann. Ja, ja, ja. Bisschen joggen einfach. Ich würde gerne jemanden mal mit der Nate töten. Ich würde gerne mal wieder volles Leben haben. Das habe ich echt in wenig Folgen. Ja, gut. Das eine Mal jetzt. Nee, 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 auch davor. Der Mac hat mich einmal angeschossen. Ja, nein, dann der also Typ das eine Mal war meine Schuld. So, ich war immer Lowlife. Penicillin gibt's hier und Painkiller. Penicillin nehme ich mal mit. Painkiller auch. Notfallverbände habe ich nur noch zwei. So oft wie ich getroffen werde, ist das echt wenig. Ich habe noch drei. Ich habe noch drei. Und ich habe noch eine Atropinspritze. Bei Vergiftung durch bestimmte Arten von Nervenkampfstoffen oder Pestiziden zur Behandlung niedriger Herzfrequenz und zur Vermeidung der Speichelproduktion bei operativen Eingriffen. Justin möchte jemanden am Airfield treffen, dadurch. Nee, wir sind gerade auf dem Weg zum Süden, der hat Glück. Vielleicht finden wir nochmal ein Tier oder so. Ja, da unten ist ja auf der Map ist ja nichts. Doch, doch, das ist ziemlich viel Military da. Da meinst du einen einzigen Bunker da unten rechts am Wasser? Ja, da ist auch Military. Bunker und Military. Die Frage ist, gibt es noch eine andere Waffe? Also können ja, wir noch eine fette AWP finden oder so? I don't know. Wir können ja sonst auch nirgendwo anders jetzt großartig hin. Also es ist ja jetzt nichts in der Nähe, wo man sagt, ey, nice. Wir könnten auch nach rechts weitergehen zu der einen Stadt da. Oder wenn das eine Stadt ist, ich weiß es ja nicht. Da, wo sich die beiden gelben Straßen kreuzen da. Ja, nee, wir gehen erstmal nach unten. Super. Ah, ja, bis man die Map komplett erkundet hat. Stell das, zieh das mal rein, wie groß die ist. Ja, ja. Fahrzeuge sind ja noch nicht da, ey. Ja, gut, das war man ja gewohnt. Das hat ja in Daisy auch nie geklappt. Ja, klar, das kam ja erst super spät. Heute hat aber kaum einer mit uns geredet. Ja, wir haben aber auch immer direkt geschossen. Ne? Waren Krawallbrüder waren das. Und wir hätten ja auch reden können.
Ja, der eine tut mir leid, weil da konnte ich, also der hinter der Kiste stand, da musste ich handeln. So, da war keine Zeit mehr zum Reden. Hat er was gesagt? Nee. Okay. Wir sind ja gegeneinander, ich bin ja gegen ihn gesprungen. Da war jetzt nicht viel mit Labern. Ein Bär wäre nicht schlecht oder so. Ich will einen Bärenkopf haben. Soundkulisse hatte sich jetzt gerade kurz geändert. 500% Fett sieht nicht so geil aus. 500 Ohren? Habe ich bei Stoffwechsel. Wie viel hast du denn da? 385. Ja, guck mal. Sehr viel. Ballaststoffe 900. Da habe ich 800. Oh, mein Herz rast auch wie sonst was. Ja, bei mir auch. Ich habe 0%. Ich esse mal Zucker jetzt. Mein, meine Belastung ist zu hoch, weil ich mein Gewicht von meinem Rucksack ist overgeared sozusagen. Ja, okay. Ich trage zu viel mit. Ach sorry, das ist ein hartes Leben, Alter. Kann ich mir nicht aussuchen. Mein Zucker füllt sich nicht auf, obwohl ich ein Paket Zucker habe. Guck mal. Ultrastoffwechsel. Und dann unten bei BCU Verdauungsmonitor steht ganz unten Zucker. Ja. Dann muss erstmal ablaufen. Du nimmst das gerade zu dir. Jetzt habe ich 100%. Oh shit, jetzt habe ich wahrscheinlich viel zu viel. Ja, jetzt habe ich viel zu viel. Zuckerschock, Alter. 143% Zucker, 158% Zucker, 172%. Das geht jetzt aber noch 92%. Ich werde richtig fett jetzt. Ich glaube, ich bin schon dicker Hast geworden. Hast du noch was von dem Zucker? Ja, ich habe noch eine Menge. Gib mir bitte auch mal Zucker ein bisschen. Ich komm. 270%. Hast du schon mal einen Zahn verloren? Anzahl der Zähne habe ich noch alle. Nee. Ich habe auch noch alle. Ich leg's hier auf den Boden. Da, neben dir. Hast du Eat All gemacht oder was? Ja, ja. Und dann habe ich geguckt, was da passiert. Ich habe noch 81% im Verdauungstrakt quasi. Und 400% stehe ich schon. Hier ist dein Zucker wieder. Danke. Guck mal, wie dick ich schon geworden bin. Ich bin richtig fett. Du hast den Zucker auch pur gegessen. Das ist einfach mit einem Löffel, Alter. Ja, gib dir, Alter. Was hast du vor? Wieso? Weil du gezielt hast. Ich hatte nur vor, vielleicht auf dich zu schießen. Ach so, nicht. Was ist denn da? Eine Ruine. Es wäre so nice, wenn hier einer wäre. Ja, so an Sklaven. An dem Ort von nichts. Das sei sein Haus. Also verlassen Sie bitte mein Grundstück. Ja, sonst muss ich schießen. Ja, was findet man hier? Eine Shotgun, wenn es gut kommt. Ja, hier findet man nichts, glaube ich. Ein richtig alte Double Barrel. Ja, oder so eine Fork. Eine Schaufel oder so eine Axt. Blaubeeren. Erstmal essen. Oh, mein Bild wird wieder bunt. Nice. Wird Zeit, dass ich hier wieder in die Knie schieße oder so. War schon vorher bunt, aber nicht so. Eine Zitrone. Oh, das ist gut. Vitamin C. Bei 350% Zucker. Das ist eigentlich ganz geil. Die Zitrone konnte ich direkt essen. So, und hat 4 Aufladungen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Boah, wir haben ein bisschen was vor uns, Leute. Also auch an die Zuschauer zu Hause. Ja. Man könnte sich auch mal überlegen, bei so einem Projekt ein bisschen über was zu labern. Ja. Wenn die Themenvorschläge in die Kommentare hauen, dann. Ja, aber wir nehmen sehr, sehr weit im Voraus immer auf. Also, kommt dann irgendwann später. Das hier ist alles noch aufgenommen, bevor die erste Folge für euch sichtbar war.
Standbild. Hier ist alles so, so dürr, so trocken. Ich würde mir halt immer noch so sehr wünschen, dass so ein Entwicklerstudio, die so ein Spiel machen, einfach mal mehr Geld hätten. Ja. Weißt du, mach doch mal Activision oder lass von mir aus EA oder wer auch immer, ne? Macht ihr doch mal so ein Spiel. Das wäre doch der Hammer. Was machst du gerade? Ich pinkel gerade in einem Busch. Okay, dann esse ich ein paar Chips. Weil mein Charakter ist immer hungrig. Ich glaube, ich bin so hungrig, weil ich so viel Sachen mit habe. Ja, ich glaube auch. Du verbrauchst viel mehr Energie als ich. Ja, ich will auch nicht fett werden. Ich trage das nur so mit, damit ich es... Wenn ich mehr verbrenne. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir so weit abseits laufen, dass ich irgendwann nichts mehr zu essen habe. Ach Quatsch. Wollen wir uns das dann mal anschauen auch? Wenn wir eh schon so immer vorbeikommen, warum nicht? Kann man ja mitnehmen. Alter, bei mir alles im grünen Bereich, zumindest bei Vitaminen und Mineralien, ne? Nicht schlecht. Ja, ich bin, aber oben, aber auch, Eiweiß, Wasser, Zucker, Natrium kacke ich ganz ab. Natrium habe ich 360%. Ja, habe ich 385. Das ist ein Werkzeugkoffer hier. Eine Axt. Oh, ich muss gleich, Dickdarmvolumen ist 97%. Ich glaube, ich muss leider mal ein großes Geschäft verrichten. Wenn du eine Toilette findest, sag mal Bescheid. Dickdarmvolumen, weil ich musste noch nie scheißen. Du hast ja auch einmal am Anfang ein Item. Ja, gesehen. Ich habe ja auch mein Magazin rausgedrückt. So, ich verrichte jetzt mein Geschäft hier in der Hütte. Ich frag mich, ob ich nur ein Loch in der Hose habe oder so. Ein Meter Draht. Ein Meter Draht. Ja, was du damit alles machen kannst. Wo bist denn du? Soll ich so eine Werkzeugkiste mitnehmen, die wiegt 10 Kilo? Die ist echt schwer. Ich weiß halt nicht, ob wir die brauchen irgendwann mal. Hier wäre das Klo gewesen, dadurch. Man hätte es sogar aufmachen können. Schade. Aber wenn ich eh schon hier bin. Ja. Ach, hast du ein Plumpsklo? Ja. Aber ich glaube. Ich trinke hier gerade mal was von einem Brunnen. Der Klassiker. Mhm. Nein, bei mir. Ich scheiß halt wirklich in das Klo. Einen echten Donnerbalken hat er hier. Ich muss irgendwas Besseres essen, Alter. Ich komme so nicht voll. Ja, wir müssen halt irgendwas braten. Hä? What the fuck, was passiert hier? Ich habe erstmal beim Brunnen voll trinken. Mach das. So, und dann habe ich doch noch, ein Luxusgut habe ich noch am Start dadurch, ja? Ja, sehr Spaghetti mit Fleischbällchen. Oh, das klingt gut. Pinkelgarten, dein Boden drauf. Ich bin schon fertig. Schade. Ah, jetzt hole ich mir erstmal Spaghetti mit Fleischbällchen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Deswegen muss ich auch die Aufnahme beenden, ich habe nämlich Hunger. Nix da, läuft noch. Ja, ich weiß. Ich habe auch noch heute ziemlich viel zu tun. Alter, Spaghetti mit Fleischbällchen fühlt echt gut. Das ist auch so umfangreich, weißt du, so viel. Wir müssen, wenn wir was jetzt... Was ist das? Eine Drohne. Ach. Können wir die abschießen? Hallo. Jetzt killt er mich oder so. Oh, es geht! Und? Jetzt jagen uns bestimmt die Max oder so. Ich hab gedroppt, oder? Nee, hat nix gedroppt. Ich hab 115 Fame-Punkte. Na, ich hab 147 immer noch.
Stell dir vor, das Ding ist jetzt, wäre richtig explodiert, als wenn eine Bombe drin wäre, weißt du? Das ist so deine Strafe, wenn du sie tötest, dann explodierst du. Jetzt hätte auch was droppen können. Ja, finde ich auch. Das Ding verrät ja auch echt voll, ne? Wenn du jetzt irgendwie da, als wir in der Lagerhalle waren da oder dem Haus, der war ja genau vor dem Fenster von dir. Das stimmt. Ich würde gerne wissen, wie viele Leute haben wir schon gekillt. Ich glaube, wir haben schon echt gut abgeräumt. Da ist eine Hütte im Wald. Ja, ja, ja. So ein Hexenhaus, ey. Ja, die Hexe können wir wegmachen mit unserem Equipment so. Sieht aber idyllisch hier aus, ne? Das ist echt super schön. Hier liegt eine Hunter mit Muni auf dem Tisch. Ja, oh Mann, die hat ja einer fertig gemacht. Hier Klamotten noch auf dem Bett und so. Ein Gummiband auf dem Tisch. Also hier ist auf jeden Fall noch, hier lebt noch jemand so. Ja, da hat er gerade nichts gekocht. Gerade die Waffe sauber gemacht. Ja. Ne, was ich halt am schönsten finde, ist, dass die Wiese, das Gras, so das sieht so dicht aus alles immer auf diesen offenen Flächen. Oh, leck. Ja, neues Biom. Also neues Viereck im Viereck. Vielleicht finden wir noch ein Tier als nächstes, weil das ist die nächste Challenge. Ja, das wäre ganz cool. Ein Bär, ein Wildschwein ist mal an uns vorbeigelaufen, das war's. Ja, war das wirklich so ein richtig wildes oder war so ein kleines? Ja, das war ein richtiges Wildschwein. Nee, nee, nee. Ist ja genau neben mir vorbeigelaufen beim Ausloggen dann noch. Wir brauchen Bären. Wir brauchen beide so einen Bärenkopf auf unserem Helm. Das ist creepy. Ja, das ist. Nee, ich glaube, das ist Ersatz für Helm und so. Na, egal, dann ziehe ich halt keinen Helm an. Ja, Helm kannst auch. Das ist ein Rucksack. Keine Ausdauer mehr. Jetzt wird es auch ein bisschen hügeliger hier. Sind wir in den Bergen? Ich chill ein bisschen wegen der Ausdauer. Ja, okay. Wir sind auch bald da. Also ich denke, im nächsten Part haben wir unser erstes Ziel erreicht. Ja, denke ich auch. Wird es gerade dunkel oder sieht es nur so aus? Es wird gleich dunkel. Ja, deswegen werden wir unser Lager gleich mal aufstellen. Ein paar Meter laufen wir noch. Hast du mittlerweile auch einen Rang? Oben rechts? Winzling. Ja, genau. Vorher waren wir niemand. Ja, stimmt. Winzling. Das heißt aber, du hast deinen Rang behalten. Du hast ja deinen... Naja, ich habe 115 Fans. Ja, okay, vielleicht. Ah, schade, wenn ich drauf, 100, nicht drauf geachtet. Ja. Aber der eine ist ja wirklich genau an seiner Leiche gespawnt. Ja, weißt du, ich bin voll mitten in der Lagerhalle in dem quasi da gespawnt. Richtig nervig. Also jetzt in dem Augenblick hat es mir nicht geschadet, aber es hätte sein können, dass da jemand ist. Hier sind so Weinreben oder so, also ich glaube, oder? Boah, da unten ist ein reißender Fluss. Aha. Kannst du Boot fahren? Also ich glaube, hier werden wir niemanden mehr finden. Wir können die Waffen weglegen. Warum ist die Map so groß? Das ist echt krass. Ich hätte gerne so ein Military-Camp gefunden, einfach. Ja, ja, das stimmt. Das wäre ganz cool gewesen. So krass, jetzt ist jemand, denkt so, man ist am Rand der Map. Quasi hier ist gar nichts mehr und plötzlich kommt da gleich so ein Bunker mit Max und so. Bin mal gespannt, was wir da rausholen können. Hm. Ja, noch ein Biomwechsel. Ja, ja, ja. Schauen wir uns mal das Wasser an. Schon nice aus.
jeden Fall. Hier hört man auch die Möwen. Das ist wie bei mir zu Hause. Hier in Kiel ist es ja auch. Ist das eine Burg? Hier sind schon Steinmauern. Ich glaube, es ist ein Friedhof. Die Soundkulisse ist schon nice. Auf jeden Fall. So, ein kleines, idyllisches Dörfchen. Ist es das? Ich gehe mal in diese Finca da. Eine Ananas. Ja, das ist gut. Also hier geht's wieder essen und trinken. Karamellbrause, Alter. Das ist gut für Zucker. Ja, ich habe erstmal genug Zucker, glaube ich. Deine Wasserturm ist hier. Du warst oben im Haus? Mhm. Hier gibt's Melonen. Brauchen die einen Handslot oder kann man die so mitnehmen? Die brauchen 6 Slots im Rucksack, glaube ich, oder so. Aber ich finde gerade keine. Keine gefunden. Hat schon jemand die ganzen Wassermelonen mitgenommen? Vorne ist ein Stadtschild. Mal gucken, wo wir sind. Wir sind in Apatia. Ist das eigentlich, wo wir hin wollten? Das ist zumindest die Stadt. Wo ist denn der Bunker? Ich glaube, das kleine orangefarbene Viereck in diese Richtung, wo ich jetzt gerade hinrenne. Okay, das heißt, um den kümmern wir uns dann nächste Mal. Das heißt, ja, wir gucken uns jetzt hier noch die schöne Stadt an. Hier kommen echt große Häuser. Ist ja auch keine kleine Stadt, ne? Ja, okay, es geht. Von der Fläche her. Warum haben die eine Garage? So mit einem auf dem Marktplatz. Hier so ein Brunnen, kannst du wieder was trinken. Hier ist so ein goldener Wasserhahn in der Mitte. Voll cool. Aber dann immer lieber aus dem Brunnen, als das aus dem Inventory nehmen. Stacheldraht. Wow, schöne Stadt. Schon, oder? Finde ich auch. Ist das das? Was, das ist das Hauptgebäude, oder? Hier wohnt der Bürgermeister. Ravioli mit Rindfleisch. Alter, nice, das ist schon Jackpot. Hier ist ein Boot. Kannst du mit fahren? Das sieht sogar intakt aus. Ist der Server down? Ah, ne. Ist immer so ein bisschen schade, dass man so wenig essen kann. Meersalz gefunden. Okay. Tosch, komm her! Was geht da? Ich bin auf meinem Boot. Hier können wir den Part beenden.
Oha. Trischik. Das sieht doch gar nicht mal so übel aus. Oh, what the fuck? Oh. Guck mal, versteckt. Wie kommst du da raus? Ja, einfach springen. Glaube ich. Ja. Okay. Lieber runter vom Boot. Hier Okay. ist gut. Oh Gott, dann ist der Part auch zu Ende. Unser Weg zum Bunker geht weiter. Beim Oh nächsten Mal werden wir yes. den wahrscheinlich erreichen und dann schauen wir mal, wo es hin es uns als nächstes verschlägt. Die Map ist Sehr gespannt. riesengroß. Ich hoffe, wir bleiben weiterhin dabei. Gerne like, lasst mal da vorbeischauen. Und bei Danu. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.